Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und Leute, Jungs, um die nächste geistesgestörte Karte. 7,9 Millionen hat der Junge mich gekostet. Johann Cruyff, Optimus Prime, hämmer ihn rein. Leute, die Karte sieht geistkrank aus. Der hat 5-5 wieder als Special, Bewegungen, schwerer Fuß, was weiß ich was. Der hat Hunter noch drauf, Jungs. Es gibt, wie gesagt, in FIFA nur Hunter oder Shadow, deswegen drauf gemacht. Und was hast du für ein Chemistry-Style auf FIFA? Was geht, Gumo? Moin, Gumo von der Rennsemmel. Ich habe Hunter auf ihn drauf. Ich bin leider nicht so reich wie du. Ich habe hier den mittleren Cruyff. Aber ja, ich habe Bock auf die Aufnahme und vor allem habe ich Bock, wenn es um Diskarden geht. Ja, also Cruyff Optimus Prime, den hämmer ich gern rein, ja. Also Jungs, das könnte ganz toll vom Baum gehen, bin ich ehrlich. Auf jeden Fall, die beiden sind heute im Team und da habe ich mir mal so gedacht, wisst ihr was, heute ist Freitag, heute ist Wochenende, wenn wir das hochladen. Wochenende! Saufen! Saufen! Dreierkette. Ja, ich glaube, das wird zwar meine eigene Beerdigung, sage ich ehrlich, weil ich da hinten mit keinem Außenverteidiger spiele. Aber alles gut, Jungs. Falls das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1500 Likes sind das Ziel. Let's go. Setzt jetzt den Daumen nach oben da rein und natürlich ein kostenloses Abo da. Lasst Jungs alles kostenlos unten auf Abonnieren. Das gleiche beim Fifario selbstverständlich machen. Das ist direkt drunter der erste Link. Der hat sich extra Zeit genommen, Jungs. Der muss eigentlich grind für das F1-Turnier, wo wir beide am Start sind. Ja, wird geil auf jeden Fall. Kommentar da lassen, Jungs, habe ich noch nicht gesagt. Welchen Spieler sollen wir nochmal so nehmen? Also es gibt, glaube ich, noch Ronaldinho Moments, den hatte ich noch nicht. Puskas Moments hatte ich noch nicht, ne, Jungs? Ich glaube, das sind noch die geilsten, teuersten. Und dann würde ich sagen, falls euch aber auch schon mal solche Spieler irgendwie leisten, würdet ihr euch aber noch die nötigen Coins, beziehungsweise dann dadurch FIFA-Points fehlen, habe ich noch was Geiles für euch. Und zwar, Leute, falls ihr schon immer auf der Suche wart nach den günstigsten PSN-Karten, Xbox-Karten, Steam-Karten für PC, was auch immer, dann seid ihr bei meinem Partner Ineba Gold richtig. Dort gibt es aber unter anderem auch die besten Online-Games zum besten Preis. Es ist wirklich geistkrank, was es da durchgängig für Prozente gibt. Also zum Beispiel auf PSN-Karten, was für die meisten von euch wahrscheinlich am interessantesten ist, bekommt ihr fast durchgängig 20% Rabatt, Leute. Das ist geistkrank. Die gibt es wirklich, Retalk, nirgends günstiger. Plus mit meinem Code Maximale spart ihr nochmal 5%. Ihr braucht ihr einfach nur unten bei der Bestellung dann irgendwie, haben sie einen Rabattcode, draufklicken und dann einfach meinen Code eingeben. Blende ich hier alles nochmal ein. Ist ganz, ganz easy, ganz, ganz simpel. Also wie gesagt, Link dazu direkt unten in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze sehr gerne ab, falls ihr irgendwie PC-Games braucht, PlayStation-Games, Xbox-Games, jeweils Guthabenkarten, sowas PSN-Guthaben zum Beispiel oder auch für Nintendo Switch oder sowas. Checkt sehr, sehr gerne meinen Partner Ineba ab. Mit meinem Code Maximale spart ihr nochmal zusätzliche Prozente. Und damit ist wirklich, denke ich mal, alles gesagt und es kann weitergehen mit dem Video. Let's go. Gut, damit ist alles gesagt. Ich habe hier einen Board und ich habe hier zwei Namen aufgeschrieben. Nen ZM und einen rechten Läufer. Ist das korrekt auf dem rechten Mittelfeld natürlich? Das ist absolut korrekt. Ich habe als rechten Läufer jemanden, den du auf keinen Fall aufgeschrieben hast. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und zwar Pedro. Ja, genau der hier. Der ZM von Barca? Das tut einfach weh. Und im rechten ZM habe ich auch einen von Lazio Rom. Und zwar Milinkovic, Savic, Winter Wonderland. Ey, da war ich Retalk jetzt gar nicht so weit weg. Nämlich, ich habe Bellingham und Jadon Sancho aufgeschrieben. Also war wirklich echt knapp dran, Jungs, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, ich starte mal rein mit meinem zweiten Stürmer. Das wird jemand, Jungs. Da habe ich nämlich hier auf meinem Board. Deswegen, da male ich immer gerne nach Zahlen. So weiß ich, denke mal, jetzt ist klar schon, wen ich da drin habe. Malen, Donny Malen ist ebenfalls Holländer, Jungs. Max Verstappen dann, Grüße gehen raus. Und natürlich dann im Zentrum im ZOM müssen wir jemanden haben. Ja, meine Flasche ist, glaube ich, noch ein bisschen zu voll, um die jetzt auszuexen, aber ich habe so einen Brand, das glaubst du gar nicht. Also ich setze mal an, lies mal vor, wen hat das. Oh Gott, ich habe Depay und De Jong aufgeschrieben, schade. So, Freunde, wir kommen nun bei mir zum linken Dreieck und wir fangen an mit einer Karte aus der Premier League. Und zwar habe ich hier Daka. Im linken ZM habe ich Kanté in Form. Und im linken Mittelfeld habe ich jemanden, mit dem wir... Das Video kommt heute, oder? Donnerstag, also halt... Ja. Freitag kommt das erst. Auf der linken Seite haben wir jemanden, mit dem wir gestern noch zusammengespielt haben. Und zwar Timo Werner, Freunde. Der musste einfach kommen. Der musste einfach kommen. Wo spielst du, Werner? Im LM, auf 3 Chemie. Hä? Mann, Digga, der hat eine Fanta-Karte, so eine orangene LF-Karte. Ja, weiß ich das denn wissen, Mann. Imo Ermer, man kennt ihn. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich hoffe, ich habe ihn da nicht gestern zu sehr von der Bahn rumgehauen. Reus, Diaby und Coman, super. Jungs, starte ich mal rein mit meinen Jungs. Und zwar von der Tanke sind die sogar rechtes Mittelfeld. Da braucht man einen Läufer, der macht da die ganze Seite zu, sage ich dir ehrlich. Pass auf. Steven Bergues. Bergues, Bergheim, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Und auf jeden Fall gehen wir hinten rein im Zentrum noch mit einer Karte. Boah, Junge, da wirst du, ich sag dir ganz ehrlich,
tatsächlich, das wird in-game, glaube ich, so eine Maschine werden. Das ist nämlich der gute Gravenbelch. Der ist 1,90 groß und hat Stats, Digga. Das ist geisteskrank, Jungs. Der spielt auf jeden Fall, bin ich mega gespannt. Ist ein Perfect Nick übrigens, ne? Ja, ich habe Frimpong und Kimmich aufgeschrieben. Ich dachte, du gehst vielleicht nochmal mit einem Deutschen, aber... Kannst du behalten. Gut, Jungs, wir kommen zum rechten linken Läufer bei dir jetzt mal. Ich halt mal rein. Let's go. So, von der linken Verteidigung habe ich natürlich Chilwell. Und in der rechten Verteidigung, Freunde, habe ich den guten Florenzi Wonderland. Florenzi im Wonderland, Junge. Ich gehe auch gleich ins Disneyland. Ich habe Pedro aufgeschrieben und Nico Schulz, so wie der heißt. Wichtig! Let's go! Come on, komm nü! Komm, lass dich ja drin feiern. Ingame, Jungs, sage ich euch ganz ehrlich, wird's ganz ehrenlos. Und zwar, wir gehen mal rein mit meinem linken ZM-ZM. Ist eine spielbare Karte. Ich habe leider nicht die SBC damals gemacht, aber der hat eine Fanta-Karte bekommen. Gündogan, das ist ganz cool auf jeden Fall. Den nehme ich mal da und dann spielt auf der linken Seite. Ja, es tut mir wirklich leid, Mann. Der gleiche wie du, Timo Werner. Ach komm, Junge. Scheiß drauf, wirklich. Ohne Scheiß. Wie kann man so ein... So, Freunde, wir kommen nun zu den letzten Spielern. Bis jetzt noch kein einziger Snipe. Das muss sich jetzt ändern. Allein für den Timo Erner Move. Let's go. Ja, jetzt wird es sich aber garantiert ändern, Jungs. Wir gehen nämlich mal rein hinten mit einem guten Davinson, heißt der, oder? Genau, Davinson Sanchez. Der spielt bei mir links. Hat eine geile Karte bekommen, bin ich ehrlich. Dann in der Mitte müssen wir noch mit einem Icon gehen. Der gute Föhn hinten hatte ich da im Verein. Deswegen musste er da mal rein. Und der gute Hugo Lloris hinten, wenn die EA-Server endlich mal laden würden. Ja, besser ist es auch. Hugo Lloris, wie gesagt, hinten im Tor. Und dann nochmal rechts. Rechter Keeper, rechter, wie heißt denn das hier? Mann, Verteidiger, pass auf, es wird Buscagli. Digga, was? Ich habe Rüdiger, Diaz, Kömann und Ederson. Guckt euch das mal an mit der Dreierkette, der Dreierkettenprofi in-game. Ich habe dieses FIFA und letztes FIFA und vorletztes FIFA, glaube ich, noch nie Dreierkette gespielt. Das wird sehr, sehr lustig gleich in-game. Aber trotzdem, ich halte vorher erstmal rein und ich meine mein Board. Ne? Das andere wäre bestimmt eh nicht sichtbar. Linker Innenverteidiger habe ich Dayot Upamecano, wants to watch. Rechter Innenverteidiger, kurz anschnallen. Maldini Prime und im Tor habe ich den guten Neuer. Ich fass das alles nicht mehr. Digga, ich kratze mir gleich die Augen aus, wirklich. Ich wollte mit Upamecano gehen, habe mir gedacht, Indica kann er auch nehmen. Dann habe ich rechts gedacht, schreibe ich eine Icon auf. Ich habe Long stehen gehabt. Dann habe ich gedacht, zuerst mit Main-Account am Start, Alter, sowas wie Maldini. Würde ich Maldini aufschreiben, habe Kim Pemba aber aufgeschrieben, Bremen Franzosen und dann hinten Trapp anstatt Neuer. Mann. Let's go, wichtig. Ja, ich habe schon wieder einen Puls hier, ich bin ehrlich. Ne, Jungs, ich würde sagen, ja, warte mal. Ja, klinisch wieder tot. Ich würde sagen, wir gehen rein in unsere Lieblingsfußballsimulation, haben viel Spielspaß so rum und hoffentlich heute mal weniger Bugs, ne? Let's go. Okay, Freunde, so, Kräuf mit der Binde, gut kicken die Runde und jetzt geht's los hier. Angenehm. Timo! Oh, was? Timo Erner, Junge, let's go, Mann. Hüter, geh doch ran da, was macht mein Hüter? Niemals! Ey, was geht denn bei... Was hast du mit dem Kreuz? Hallo? Was habe ich hier eigentlich gerade gesehen? Was hast du mit mir gemacht da? Tod, ein Zertüppel! Imo! Zieh, Junge! Zieh! Hey! Aufhören! Jawoll! Ich habe alles versucht, Mann. Ich will doch lieber eine Karte anstatt ein Tor, Mann. Ich bin doch ein Idiot. Oh, Lori. Weil ich mit Kanté nicht schießen will. Also ein Torhüter angehen, da zeigen sie manchmal Sonntagnachmittags roten, das will ich sagen. Julian. Kräuf, bitte. Na, ich glaub das nicht. Ich hab Fieber, ich hab wirklich Fieber, ne? Ich meine das ernst. Was ist das denn? Angenehm! Nein! Ey, Jungs, ich hab dieses Game nicht. Wie wurde ich da schon wieder verarscht? Es ist doch nicht mehr feierlich. Ey, aber jetzt mal wirklich, es ist Tosel fein, ja, schön, gut, aber was sind das schon wieder für Sachen davon? Wirklich, das ist doch schon wieder nicht mehr schön. Torwart, Hüter. Komm bitte, wichtiges Ding, Digga. Wirklich malen, Junge. Nachzahlen. Das ist so unverdient, ehrlich.
Ey, ich würde eine Finte machen und rutsch von der X-Taste weg, sodass ich nur Viereck drücke, ne? Ich hab Schmerzen. Was? Was? Es ist schon wieder unmenschlich, was hier abgeht, ne? Ey, hast du grad, warte mal ganz kurz, Jungs. Kann ich das, ich blende das jetzt mal ganz langsam in Zeitlupe ein, Jungs. Also das Ding ist doch sowas von verrückt, das glaubst du nicht. Also was, wie kam der denn durch, wirklich, wie kam der denn durch? Er steht genau da, Mann, ich krieg einen Anfall, Digga. Nein, oder? Nein, oder? Guck mal, wenn du spielst, einfach nur Luft, du kannst einfach durchpassen, ist gar kein Thema. Ja, guck dir das mal an, guck dir das mal an, ich hab Fieber. Ich hab nicht. Ich hab Melastica eingegeben, er macht's nicht, okay. Oh, Jungs, hier braut sich gerade was zusammen. Ich brauch mal kurz eine Sekunde, ich gehe mal kurz ans Fenster. Nein, Jungs. Was? Hey, nein. Du hast hier noch eh. Ist doch alles in Ordnung? Ist doch alles in Ordnung? Hey, ist doch alles okay? Ist doch alles okay? Ist doch alles okay? Ey, was war denn das wieder hier? Wirklich? Was war denn das schon wieder? Wirklich? 4-1, 3 Kirschen, Jungs. Ich hab gar keinen Bock. Aber wenigstens. Nee, eigentlich nicht wenigstens, Mann. Hier, du hast 3 Shots auf dem Kreuz Prime Optimus, Mann. Dann geh mal rein. Oh. 3 Discards. Kurze Frage, was passiert, wenn ich Kreuz treffe? Dann, Jungs, gehe ich auf Kanal löschen und dann machen wir hier Feierabend, yo. Okay, also 3 Discards, pass auf. Wir nehmen die Dreierkette nicht, weil du weißt, dass ich immer so Reihen und sowas machen will. Ich kenne dich. Deswegen nehmen wir die beiden Stürmer und ZOM. Ah, Mann. Stürmer und ZOM, ne? Ja. Jungs. Rest in peace. Nein. Ich glaub das nicht. Nein. Ich glaub das nicht. Nein. Ich glaub das nicht. Du hast. Ey, nein. It's no joke. Jungs, wie geht's sowas? Wie geht's sowas, Digga? Mann. Ey, ich hab stehen lassen. Ernsthaft und jetzt? Und zwar nämlich den guten Julian Brandt, Digga, den du da getroffen hast, Mann. Ich hab so einen Brandt, jetzt kann ich den Joke nie wiederbringen, Mann. Ey, Mann, die schönste Karte, ehrlich. Brandt ist weg, Lori ist weg und Malen ist weg. Malen SBC auch anders, bitter bin ich ehrlich, ne? Kreuf stand im Tor. Freunde, auf keinen Fall dieses Video liken. Auf keinen Fall ab. Es tut mehr weh als, ich würde sagen, fast ein Kräuf, ich bin ehrlich, ne? Malen hast du auch noch getroffen, das ist eine sehr geile SBC und ja, Dori, was soll ich dir erzählen? 17k oder so, ich gehe auf Team Absend, Jungs, ich kann das nicht. Brandt sagt tschüss, nein. Er ist weg, Jungs, er ist einfach weg. Ich würde sagen, Jungs, falls es euch sehr gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ich jetzt irgendwie einen Kranken noch ziehe, 83er Sense oder ne, jemand weniger mit, haben wir nicht das Duplikat. Lasst ein Abo natürlich da kostenfrei, Jungs, lasst einen Kommentar da, auf ganz entspannt, macht das gleich beim Die Farbe drunter, erste Link. Vielen Dank auf jeden Fall für die Aufnahme, Gameplay war wieder, ja, also ich sag mal so, ich kann ja, glaube ich, wieder nicht schlafen, ne? Aber auf jeden Fall Grüße gehen raus an die und ich übergebe dir das letzte Wort, let's go, komm. Ja, Freunde, wie gesagt, auf keinen Fall ein Like da lassen, Freunde. Das war ein Witz, ne? Und dann bis hoffentlich... bis Donnerstag. Ach so, ja, stimmt, ja, genau. Hä? Nee, ist ja Freitag. Wochenende! We'll be right back.